So, da sind wir wieder bei Ardur und ich glaube, sie war gerade am Schlafen oder so, keine Ahnung. Weiß das Licht jedenfalls, ihr ging es nicht gut. Zeit, diesem Traum ein Ende zu bereiten. Während ich mich taumelig aufrecht hinsetze, fällt eine dünne Jacke von meinem Körper auf den Boden. Das Pianospiel hört abrupt auf. Ah, als ich aufschaue, sehe ich Hao, der den Deckel über den Pianotasten zumacht. War ja klar, dass er das spielt. Sie hatte das ja so in Erinnerung mit ihrem Vater verbracht. Gebracht, bla, ach, keine Ahnung. Er schließt die Entfernung zwischen uns mit ein paar langen, zügigen Schritten. Dann versucht er, seine Jacke zurück über meine Schultern zu legen. Hey, ich brauche sie nicht! Oh, er versucht nur nett zu sein. Und ich kann nicht verstehen, was er sagt. Es ist offenbar ein Tadel. Mürrisch forme ich die Jacke zu einem Ball und werfe sie ans Ende des Raums. Wow. Was? Die ist echt nett. Haus Augenbraue zuckt irritiert. Ich kann sehen, wie er seinen Mund zu einer dünnen Linie presst. Vermutlich, um eine bevorstehende Tirade zurückzuhalten. Bla bla. Wieso gibt es sich überhaupt noch die Mühe zu reden, wenn ihn eh keiner versteht? Er gibt mir eine Thermoskanne, die mit etwas warm gefüllt ist. Tee wahrscheinlich. Er tut so, als würde er einen Schluck aus einer Tasse nehmen. Ich schüttel die Thermoskanne misstrauisch, bevor ich ihm den Gefallen tue. Obwohl die Flüssigkeit süß ist, enthält sie etwas Dickes und Schleimiges, was mich dazu bringt, sie zurückzuspucken. Bah! Was ist das für ein Zeug? Es ist eklig! Sobald ich diese Worte sage, wird mir klar, was ich da esse. Silberohrsuppe, was ist das denn? Mein Vater ließ sie mir immer im Kühlschrank, wenn ich krank war. Ah, okay. Anscheinend erinnert er sie ziemlich an den Vater. Er behauptet, die flüssigen Pilzklumpen würden meinen Lungen und meiner Durchblutung gut tun. Ich bin allerdings nicht sicher, ob das wahr ist, da ich sie immer rausgepickt und in den Müll geworfen habe. Wo hat Hao das überhaupt her? Sag mir nicht, dass er es von China bis hierher mitgebracht hat. Er und Vater haben wirklich ähnliche Geschmäcker. Wieso betrinken? Nicht trinken. Wollen wir trinken? Komm, wir trinken. Nun, wenn er sich schon die Mühe gemacht hat, schätze ich, dass ich sie nicht einfach vor seinen Augen wegwerfen kann. Widerwillig schlucke ich den Rest der Suppe runter. Obwohl mich das Runterschlucken der Pilze ein wenig würgen lässt, wird Haos Gesicht freundlicher. Er nickt und sieht fast glücklich aus. Mama. Als er mir die Thermoskanne abnimmt, fällt Haos Blick auf meine linke Hand. Mit einem überraschten Ausruf greift er nach meinen Fingern. Oh, das ist die Hand, wo draufgetreten wurde. Boah, ist das so eklig. Oh, stimmt. Der Schläger gestern Abend hat eine böse Nummer mit meiner Hand abgezogen. Ach so, ich dachte. Obwohl sie nicht mehr so weh tut wie zuvor, sehen meine Finger noch immer ziemlich übel aus. Sie sind ganz wund und voll mit getrocknetem Blut. Ja, es sieht schlimm aus, aber mir geht's gut, siehst du? Ich wacke mit den Fingern, um es zu demonstrieren, nur um den dann vor Schmerz zusammenzuzucken, die sie durchfährt. Sag mal, ach so, ich dachte gerade, die hat eine Narbe auf der Stirn, aber, oder? Eine Narbe auf der Stirn? Sieht ein bisschen so aus, oder? Oder soll ein Schatten darstellen, der ein bisschen fail ist, weil das auch so ein... Na, keine Ahnung. Okay, vielleicht war gut ein wenig übertrieben. Während er etwas vor sich hin murmelt, versucht Hao, meine Hand mit einem Tuch von seiner Tasche zu reinigen. Während er damit beschäftigt ist, einen Erste-Hilfe-Kasten herauszufischen, hau ich schnell ab. Warum ist die so... Er will doch nur helfen. Keine Ahnung, was... Hao macht ein missbilligendes Geräusch, als ich mich auf das Piano plumpsen lasse. Hör auf, so zu jammern. Ich lass es mich auf meine Weise lösen. Ich nehme mir eine Tube Antiseptikum und versuche, den Verschluss mit meinen Zähnen zu öffnen. Hao prustet nicht gerade diskret, als mir die Wundsalbe an mein Kinn schießt. Hey, ich hab's dir mal rausbekommen, oder nicht? Mich allerdings mit einer Hand selbst zu verbinden, stellt sich als schwieriger heraus. Ich ringe eine Minute ungeschickt mit dem Stoff herum, bevor Hao ungeduldig wird. Das erste Bild. Ja, also ob die zusammenpassen könnten. Bisher noch nicht, aber vielleicht finden sie sich ja näher kommen. Hao lehnt sich vor und nimmt meinen Arm in eine Hand und den Verband in die andere. Obwohl sein Griff fest ist, ist er auch bemerkenswert sanft. Ah, dieses Geschwafel. Keine Ahnung. In diesem Novel ist es irgendwie ganz schlimm. Uah. Als wäre er besorgt, mein Gelenk zu verletzen, wenn er es zu fest halten würde.
Seine langen, schlanken Pianistenfinger gleiten vor und zurück und verbinden meine kleinere Hand geschickt. Sobald er fertig damit ist, den Stoff festzubinden, versuche ich, meine Hand wegzuziehen. Aber Hao lässt meine Finger nicht sofort los. Stattdessen umschließt er meine verbundene Hand sanft zwischen seinen Handflächen und hält sie an seine Brust. Aha, Voodoo-Zauber oder was hier los? Er schimpft mich vermutlich aus, dass ich nicht vorsichtiger war. Aber obwohl seine Stimme streng klingt, ist seine Berührung trotzdem sanft. Daher bin ich zum ersten Mal nicht sauer, dass er mir einen Vortrag hält. Im Gegenteil, ich fange an, mich schuldig zu fühlen. Okay, Hao. Wieso sieht man hier jetzt nicht ihr Bild? Na, vielleicht weil man sie auch hier sieht. Und danke übrigens. Es herrscht ein paar Minuten Stille, bevor ich sie endlich mit einem Seufzen durchbreche. Danke, dass du dich um meine Hand gekümmert hast. Dass du in der Stadt gekommen bist, um nach mir zu suchen. Dass du die Nacht bei mir geblieben bist. Und ich mich auf deine Schuhe übergeben durfte. Ich weiß, all diese Dinge zu schätzen, obwohl ich nicht sehr gut darin bin, es zu zeigen. Also, ja. Du verstehst vermutlich gar nichts davon, aber ich sollte es trotzdem sagen. Es tut mir leid, dass ich dich vorher immer weggejagt habe. Es ist nur, dass ich... Du und ich, wir sind einfach so verschieden. Du bist mehr oder weniger der Nachfolger, den mein Vater sich immer gewünscht hat. Und ich habe alles immer so lange von mir weggeschoben, dass ich nicht mehr weiß, wie ich damit aufhören soll. Und da wollte ich auch dich wegschieben. Ich starre auf den Boden und krumme mich innerlich vor Verlegenheit. Obwohl Hao wahrscheinlich die meisten meiner peinlichen, zögerlichen Worte nicht verstanden hat, ist es trotzdem das erste Mal, dass ich sie laut ausspreche. Anstatt sie in meinem Hinterkopf zu schieben, wo sie hoffentlich vergessen werden. Wie auch immer, ich sollte besser gehen. Sei Jean. Als ich vom Piano runterrutsche, hält mich Hao am Arm. Boah. Gott. Er zeigt auf ein paar Stapel Notenblätter auf dem Boden. Sona, bala, bla bla. Will er immer noch meine Hilfe, Lieder für das Konzert rauszusuchen? Kann er nicht verstehen, dass ich nicht mehr hier sein will? Naja, ich werde es einfach schnell machen, damit er aufhören kann, mich danach zu fragen. Seufzend stöbere ich lustig durch die Stapel. Meine Augen weiten sich, sobald ich sehe, was daran steht. Jazz, Rock und sogar ein paar Filmsoundtracks. Soweit ich weiß, hat unser Orchester noch nie eine solche breite Auswahl an Genres gespielt. Ich blättere in einem Höllentempo durch die Seiten und meine Fassungslosigkeit steckt immer mehr. Hat er wirklich diese ganze neue Musik mitgebracht, nur weil ich gesagt habe, dass ich das klassische Zeug nicht mag? Haar runzelt die Stirn, als er mein Gesicht studiert, vermutlich unsicher, ob ich glücklich oder wieder wütend auf ihn bin. Verdammt, ich bin selbst nicht mal sicher, ob ich glücklich oder wütend bin, um ehrlich zu sein. Also ich würde glücklich sein, ist doch nett. Ich kapiere es nicht. Warum bist du so verbissen darauf, dass ich dir mit dem Orchester helfe? Du warst höchstwahrscheinlich der Starschüler meines Vaters. Da bist du wohl mehr als fähig, es alles selbst zu tun. Vielleicht hat der Vater ihn ja beauftragt, sie dafür zu begeistern oder so. Ernsthaft, für was braucht ein Genie wie du eine Außenseiterin wie mich? Hao neigt seinen Kopf zur Seite. Entweder versteht er nicht, was ich sage, was sehr wahrscheinlich ist, oder es fällt ihm schwer, ohne Worte zu antworten. Wie auch immer, ich erwarte auch nicht wirklich, dass er antwortet. Als ich aber dabei bin, mich umzudrehen, hält Hao ein Notenblatt hoch. Er zeigt auf etwas über der ersten Notenlinie. Eine dieser kurzen italienischen Phrasen, die angeben, in welcher Stimmung ein bestimmter Part gespielt wird. Con amore. Ist bestimmt irgendwas Liebevolles, bla. Con amore. Ist mit Liebe spielen. Hao nimmt ein weiteres Notenblatt in seine Hand und dann noch eins. Con amore. Con amore. Ich weiß nicht, wie es klingt, wenn Chinesen Italienisch aussprechen. Er hielt die Phrase immer wieder und immer wieder und trägt Symphonien, Balladen, Hymnen und Arien zusammen. Letztendlich trifft er nach vorne und weist mich an, dass ich die Notenblätter an seinen Händen annehmen soll. Erst dann verstehe ich irgendwie, was er versucht mir zu sagen. Con amore. Ein Lied, das mit Liebe gespielt werden kann. Ein Lied, das mir wichtig ist. Er kann nicht glauben, dass ich so etwas nicht habe. Wie betäubt gehe ich zurück. Die Papiere fallen auf den Boden wie unzählige flugunfähige weiße Vögel. Tut mir leid, ich muss gehen. Ich steige über die heruntergefallenen Zettel und gehe aus der Tür, bevor er mich aufhalten kann. Con amore, ein Lied, das ich mit Liebe spielen kann. Es ist lange her, seit ich über so etwas nachgedacht habe.
Das Mädchen, das am Straßenrand ihre Gitarre gespielt hat und alles um sich herum außer ihrer Musik vergessen hat. Hao, der seinen Taktstock durch die Luft schwingt und gleichmäßig vor sich hinsummt. Sogar mein Vater, die Augen geschlossen in einem seltenen Moment der Ruhe, als seine Finger über die Pianotasten flogen. Sie haben alle etwas, das ich verloren habe. Etwas, von dem ich mir ständig selbst einredete, dass ich es nicht mehr brauchte. Etwas, von dem ich nie zugab, dass ich es vermisste, sogar jetzt noch. In den letzten paar Jahren habe ich es vergessen, oder? Dass egal wie unterschiedlich wir sind, die Musik uns alle verbindet. Oh. Egal wie alt man ist, aus welchem Land man kommt, ob man ein musikalisches Genie ist oder ein nichtsnutziger Außenseiterin, sollten wir nicht alle in der Lage sein, ein Lied zu finden, das wir lieben? Vielleicht wäre es schön, es wieder ernst zu nehmen. Ist ja süß. Bei unserer nächsten Orchesterprobe bin ich mal diejenige, die auf Hao zugeht, anstatt andersherum. Er erschreckt sich mit einem Ruck und stolpert fast vom Dirigentenpodium, als ich ihm auf die Schulter klopfe. Hey Hao, lass uns heute Abend über die Setlist reden. Ich habe ein paar Stücke mitgebracht, von denen ich denke, sie wären gut. Lässt fast den Stapel Papier fallen, den ich ihm in die Hände drücke. Er schaut mit einem ungläubigen Gesichtsausdruck flüchtig durch die Seiten, als könnte er nicht glauben, dass ich bereits so viele Lieder herausgesucht habe. Guck nicht so überrascht. Ich will nur nicht, dass mein Konzert ein Desaster wird, denn sonst werde ich zur totalen Nachnummer. Das wäre ihr vorher bestimmt egal gewesen. Daher müssen wir unsere Lieder so schnell wie möglich zusammenstellen. Das stimmt's mir doch zu, richtig? Er lächelt. Als ich meine unverbundene Hand nach ihm ausstrecke, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn aufrichtig lächeln sehe. Es ist unerwarteterweise irgendwie angenehm. Er erscheint so viel jünger, wenn er sein Gesicht nicht wie üblich so einen finsteren Blick verzogen hat. Als er nach vorne tritt, schließt seine Hand um meine. Blabla. Zum ersten Mal schütteln wir uns die Hände. Blabla. Ich habe keinen Bock, das irgendwie zu lesen. Ich freue mich auch darauf, mit dir zu arbeiten. Und dieses Mal meine ich es auch so. So. Und ja, diese Zeichnungen hier sehen echt geil aus irgendwie. Aber er sieht traurig aus. Was ist denn los? Nein, nö, definitiv nicht. Auf keinen Fall stimme ich dazu. Klar, ich mag die Idee, das Konzert mit etwas Dvorak zu eröffnen. Und na schön, wir können den Teil mit der Romeo und Julia Overtüre drin lassen, wenn Hao sonst hier umjammert. Aber ich widerspreche definitiv gegen alles aus Butterfly Lovers. Das ist viel zu vorhersehbar und ich will die Leute wachrütteln vor dem Finale. Ich mache ein Buzzergeräusch und verschränke die Arme. Hao sieht nicht amüsiert aus. Kein Butterfly Lovers. Lass uns anders sein. Naja. Piu Nuovo. Nuovo? Nuovo con amore. Du wolltest, dass ich Lieder raussuche, die ich mag, richtig? Nun, ich würde gern etwas Neues machen. Ein Lied Nuovo con amore. Ein neues Lied gespielt mit Liebe. Im Nachhinein schätze ich, sollte ich dankbarer für all die Musikstunden sein, zu denen mich mein Vater gezwungen hat, als ich ein Kind war. Seit Haus con amore verweist es mir aufgefallen, dass es eine Sprache gibt, die wir beide teilen. Nämlich die Sprache der Musiktheorie. Zugegeben, mein Gedächtnis ist ein wenig eingerostet, aber zumindest erinnere ich mich an mehr italienische Musikbegriffe als an chinesische Wörter. Obwohl ich bezweifle, dass ich die meisten davon korrekt verwende, versteht Hao zumindest das Wesentliche. Es macht unsere Unterhaltung ein bisschen leichter, jedoch müssen wir immer noch oft auf übertriebene Gesten und Zeichnungen zurückgreifen. Ich frage mich, ob ich Hao dazu bringen kann, eine orchestrale Bearbeitung eines Rockballaden-Medleys einzubauen. Aber wenn er noch immer an diesen ganzen tragische Liebespaar-Ding hängt, vielleicht ein paar Stücke aus dem West Side Story Soundtrack. Mit meiner guten Hand spiele ich Ausschnitte aus diesem Stück auf dem Piano, um es zu demonstrieren. Hao schreckt entsetzt zurück. Er schüttelt heftig seinen Kopf über die Stücke, die ich gespielt habe, als würde bloß der Gedanke daran, andere Genres zu verwenden, ihm eine Panikattacke einbringen. Ah, Scherzo. Das soll wohl ein Scherz sein, wahrscheinlich. Das bedeutet Scherz auf Italienisch. In der Musik ist Scherzo für gewöhnlich ein schnelles, lustiges Stück. Manchmal hört man es als
als dritten Satz in eine Symphonie, der die Stimmung vor dem großen Finale lockert. Nach Haus finsterem Blick allerdings zu urteilen, weiß ich, dass es nicht das ist, was er meint. Nein, kein Scherzo, wir werden nicht zu einem Witz. Wir werden toll sein, magnifico, grandioso. Solche orchestrale Covers werden schließlich immer beliebter. West Side Story hat eine total orchestrale Suite. Niemand wird uns dafür steinigen. Ich spiele weiter und Haus schüttelt weiter seinen Kopf. Bla bla bla, ridicolosamente, was? Dingsi, bla bla, bedeutet albern. Mann, ich würde es lieber ridicol, oh Mann, machen als tot langweilig. Sei nicht so verklemmt, meno rigiroso. Oh, die letzten Fremdwörter. Weniger streng, pui bravura. Mehr mutig, wir müssen uns abheben. Ein Geklapper von vorne unterbricht Tau mit einem Satz. Als ich aufschaue, sehe ich ein paar der Orchestermitglieder an der Tür stehen. Alle starren unglaublich mich und Hau an. Eine der Violistinnen hat sogar vor Schock ihren Instrumentenkoffer fallen gelassen. Was glotzt dir so? Sona ist heute vor der Probe hier? Das ist noch nie passiert, noch nie. Es gibt nur eine Erklärung. Sag mir nicht, dass sie von einem Dämon besessen ist? Ja, plausibel ist die Erklärung, aber. Ich ziehe sie zurück in den Raum, bevor sie flüchten könnten. Weiche Dämonen, weiche! Oh, kommt schon. Ha und ich haben uns vor der Probe getroffen, um das letzte Lied für das Konzert festzulegen. Ist es so schwer zu glauben, dass ich einmal alles im Griff habe? Noch mehr Orchestermitglieder kommen rein, während ich rede. Sobald sie mich sehen, schnappen sie auch nach Luft und lassen ihre Instrumente fallen. Ja, übertreib nicht! Niemals! Sona ist mal pünktlich? Sie war nicht nur pünktlich, sie war sogar zu früh. Oha! Okay, okay. Hebt eure Kinder wieder vom Boden auf. Ich bin kein Tier im Zoogehege. Wow, Mr. Howe ist noch gruseliger, als ich gedacht habe. Wenn ich daran denke, dass er sogar Sona dazu bringen kann, so früh hier zu erscheinen, geschweige denn, dass sie an der Setlist arbeitet. Vielleicht ist Howe der Dämon. Ein schwungvoll gekleideter chinesischer Dämon, der gerne Dinge wirft. Das ist total böse. Ihr seid albern, wisst ihr das? Na, dann passen noch die albernen Stücke dazu. Naja, ich glaube nicht, dass er ein Dämon ist. Er ein Roboter, der nur darauf programmiert ist, Musik zu machen und gut in einem Anzug auszusehen. Ha, das könnte man annehmen. Ihr werdet es nicht glauben, aber letzte Woche ist Alexis vorbeigekommen, um ihre Klarinette zu holen. Und sie hat Hao gesehen, wie er durch ein paar Musikbücher geblättert hat. Wie verdächtig. Als sie am nächsten Tag wieder vorbeigekommen ist, saß er immer noch da an der gleichen Stelle. Als hätte er sich keinen Meter bewegt. So gruselig. Ich glaube sogar, dass Hao im Orchesterraum lebt. Offenbar hat der Hausmeister Hao eines Nachts beim Pianospielen gehört, als er vorbeigegangen ist. Er ist komplett ausgerastet, weil er dachte, es wäre Mr. Songs Geist. Gott, was haben die denn, ey? Also ist der ein Dämonenroboter, der auch noch ein Geist ist. Das erklärt so vieles. Okay, okay, genug Spinnereien. Bewegt eure Hintern in eure Stühle, damit wir anfangen können. Als die Spieler sich auf ihre Plätze begeben, schaue ich rüber zu Hao. Er verzieht immer noch das Gesicht über die Stücke, die ich mitgebracht habe, und gibt keinen Hinweis darauf, dass er weiß, was wir über ihn gesagt haben. Wie denn auch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe keine Ahnung, was Hao außerhalb der Musik tut. Seit wir uns kennengelernt haben, habe ich ihn nur an Dingen für das Orchester arbeiten gesehen. Wenn er sein erstes Mal in diesem Land ist, würde man doch annehmen, dass er die Gelegenheit ergreift und öfters rausgeht. Andererseits, wenn er so ist wie mein Vater, ist die Musik wahrscheinlich sein ganzes Leben. Und er denkt wahrscheinlich auch, dass es auch das Leben aller anderen sein sollte. Die heutigen Proben scheinen meine Vermutung auch zu unterstützen. Jetzt, da wir die meisten der Konzertlieder festgelegt haben, gleitet Hao die Spieler durch ihr Tempo. Ich will jetzt einen Stopp machen, weil nur das wieder ganz ausgeleiert. Okay. Bis zum nächsten Part, ja? Tschüss.